geil aus. Das ist irgendwie abschreckend. Ich lasse die Kameras an, ey, das lasse ich drin. Ja. Wenn irgendjemand was anderes braucht, dann sag ich an. Richtig gut sind die Haare. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar ist es wahrscheinlich einer der interessantesten Videos 2017, wenn es um das Thema Männerunterwäsche geht. Ich habe die was die Welt bewegt. Ja, was die Welt bewegt. Ich habe mal wieder besucht, Anja ist heute da. Ja, ich dachte mir, bei dem Thema, welche Unterwäsche lieben Frauen? Bei uns Männern brauche ich natürlich eine Expertin. Klingt irgendwie so. Klingt so, als wäre ich hier die Unterwäsche-Expertin. Als ob du so die Männer-Unterwäsche-Expertin bist. Aber naja, du kannst natürlich deine Meinung sagen. Genau, was ich als Frau toll finde, genau. Und was ich jetzt halt ein No-Go finde. Genau. Genau, du vertrittst jetzt auf jeden Fall die Frauen. Für die Leute, die Anja noch nicht kennen, stell dich am besten einmal ganz kurz vor, damit ihr Bescheid wisst, dass die Frau wirklich Ahnung hat. Genau, wer mich noch nicht kennt, erstens mal herzlich willkommen. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Ich bin eine gute Freundin von Marc. Wir kennen uns von MyProtein, wo wir beide gesponsert sind von. Und genau, man kennt mich von früher aus der Fitness, fast schon Bodybuilding-Szene. Ich bin heute aber auf einem ganz gesunden Weg angekommen und bin da richtig froh drüber. Habe ich schon gesagt, dass ich aus der Schweiz bin? Haben wir das? Ich glaube, das brauchst du nicht sagen, das wird der eine oder andere sicherlich. Genau, das wird man hören. Also daher kommt der Akzent. Gut, sehr schön. Also für alle Leute, checkt sie ab. Natürlich unten verlinkt in der Infobox. Gerne auch schon mal jetzt einen Daumen dafür nach oben geben, dass sie natürlich hier in Berlin ist, um ihre fachkompetente Meinung kundzutun. Also, jetzt kommt das interessante Thema. Ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen, 5 Dinge, die Frauen sexy finden, wenn wir Männer sie tragen. Und unter anderem habe ich natürlich auch Boxershorts, Unterwäsche mit aufgelistet. So, jetzt würde ich dich natürlich als allererstes einfach mal so ganz random fragen, welche Boxershorts findest du gut oder welche Unterwäsche findest du gut? Und ich blende das immer ein, wenn Männer sie tragen. Mhm. Du kannst auch Brands sagen und Namen ist gar kein Thema, dann zeige ich das. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so auf Brands fokussiert oder so. Mir geht es eigentlich eher um den Mann, der in der Unterwäsche ist. Also ich habe jetzt nicht bestimmte Brands. Also ich schaue zuerst auf den Mann, als dass ich auf irgendein Kleidungsstück schaue. Es muss ein guter Typ sein, cooler Charakter und also das muss natürlich stimmen, bevor es irgendwie überhaupt um die Unterwäsche gehen sollte. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier beim Thema Unterwäsche und da gibt es ein Ding, was ich überhaupt nicht mag. Ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin. Ich glaube, viele Frauen stimmen mir hier zu, Stringtangas bei Männern. Also jetzt greifst du mich auch persönlich an gerade hier, muss ich sagen. Meine Stringies hier. Wirklich? Noch hinter. Ich habe noch nie so einen String. Ich verstehe das ja irgendwie. Ich meine, Frauen tragen gerne Strings, weil das sich in der Kleidung halt nicht abzeichnet und so. Aber ich stehe jetzt da persönlich bei Männern überhaupt nicht drauf. Ich war kürzlich beim Geburtstag von einer Freundin und da war ein Stripper engagiert. Und dieser Stripper haben halt so diese Stripper-Unterwäsche an und ich möchte nie an einem Geburtstag oder so einen Stripper in so einem Tanga. Ich finde das persönlich einfach nicht männlich. Ich finde, ja, da kann der Körper noch so männlich und top sein, aber dieser String-Tanga macht jetzt für meinen persönlichen Geschmack alles ein bisschen kaputt. Aber die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Ich persönlich stehe jetzt definitiv eher auf eine Boxershorts. Aber ob die jetzt eng anliegend ist oder weit, das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Aber definitiv eine Boxershorts. Also alles, was Unterhose ist und drunter, finde ich nicht so sexy. Also für alle Männer, die jetzt gerade ihre Strings schon verbrennen wollen, keine Sorge, das ist nur die Meinung von der Anja. Genau. Ihr könnt eure Strings natürlich noch tragen. Es ist gut, dass du das mal ansprichst, dass das nicht sexy ist, weil irgendwie hätte ich schon vielleicht gedacht, dass Frauen das doch vielleicht auch ein bisschen sexy finden, gerade so bei Strippern. Männer, so. Die denken, das ist sexy, dann sieht man den Po und eben bei Strippern ist das so üblich und viele denken ja, Frauen stehen auf Stripper, das ist doch geil, wenn da so ein Typ tanzt. Hallo, du redest hier gerade mit Magic Mark, ja, sorry. Ich liebe Männer, die tanzen können, die sexy tanzen können, aber so in einem String-Stripper-Tanga, da stehe ich jetzt persönlich nicht drauf. Also, okay. Wenn ich dich tanzen sehe, dann lieber in einem coolen, stylischen Mark-Outfit oder in einer Boxershorts, finde ich jetzt persönlich besser. Okay, du hast das gerade angesprochen, also du machst keinen Unterschied. Es gibt ja die Shorts, also ich persönlich mag die gar nicht, weil da baumelt da die Salami drin. Ich schneide die mal kurz ein. Die sind so ein bisschen weiter. Die findest du auch cool bei Männern? Ich finde die ehrlich gesagt cool. Ehrlich, ja? Ja, ja, ja. Also ich
kann mir schon auch vorstellen, das weiß ich jetzt nicht, ich kann mir vorstellen, dass es weniger bequem ist als die eng anliegende. Aber ich finde ehrlich gesagt diese Weite auch noch cool. Okay, also ja. ich persönlich stehe eher so ein bisschen auf die eng anliegenderen. Mhm. Ich blende jetzt mal so drei Stück ein, die mhm. ich persönlich gut finde und ich mir jetzt auch in letzter Zeit gekauft habe. Und zwar von Hugo Boss. Ich wollte mich jetzt eigentlich hier fast ausziehen, aber dadurch, dass du da bist, mache ich das nicht. Dann hätte ich euch mal gezeigt, was ich trage. Die haben so ein bisschen so einen Seidenstoff. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt. Ist das so Seidenstoff? Also jetzt mal ohne Spaß. Sag mal. Das ist jetzt nochmal so hier. Ah, das ist sehr schön. Stoff? Ja, ich glaube, das ist... Nee, das ist nicht Seide. Seide wäre dieses Glänzende. Ihr könnt nicht sehen, was hier unten passiert. Könnt ihr jetzt okay. Ich sitze hier nur in Boxershorts. Das Nylon, nennt man das Nylon. Ich weiß es nicht, auch nicht so genau. Aber das ist schön, das finde ich toll. Blende ich ein, genau, diese ja, Nylon. Ja, genau, das finde ich sehr schön, sehr toll. Das ist auch alles schön betont. Sieht man ein bisschen, was drin ist. Aha, jetzt kommt es nicht nur auf den Mann an. Video. Aber nein, ja. Es geht ja auch darum. Es ist ja wie, wenn man einen BH hat oder Unterwäsche, die man trägt, die so ein bisschen durchsichtig ist. Ey, ich stehe da auch total drauf und mhm. finde das sexy. Das mhm. hat jetzt gar nichts damit zu tun, mit den anderen Sachen. Aber genau, diese Nylon-Unterhosen habe ich mir gerade neu gekauft von Hugo Boss. Finde ich Hammer, sind ein bisschen teurer. Aber die finde ich richtig gut vom Sitz, mega bequem. Auch gerade, wenn man Sport macht, sind mhm. die gut. Ja, diese Boss-Sachen. Und ansonsten für mich Klassiker Nummer 1, Calvin Klein. Ich ja. liebe weiße Boxershorts. Finde ja. ich Hammer, wenn man ja. einfach weiße Boxer... Als ja. ob ich jetzt gerade so der Mann bin, der auf Männer steht und ja, sagt... Ja, nee, nee, aber stimmt... Ja, genau. Aber eigentlich bei mir selber. Aber das stimmt. Weiße Calvin Klein, das ist natürlich mega top. Und dann noch mit einem tollen Körper und so und ein toller Typ drin. Mega, mega, mega nice. Und ich war vorhin gerade noch bei den weiteren Boxershorts. Marc meinte, er findet jetzt das nicht, ein bisschen, nicht so praktisch als Mann. Ich finde das persönlich auch noch cool. Es ist so, es ist halt eher cool und das andere ist halt sexy. Es sind so ein bisschen wie verschiedene Geschmäcker. Aber was ich jetzt auch nicht gut finde, sind diese weiten Boxershorts, die glänzen. Da bin ich voll kurz drauf gekommen. Diese gut, dass du das nochmal ansprichst. Ja, ja, das Glänzende geht gar nicht. Und da auch irgendwie so tausende Mustersachen drauf, finde ich. Also ich bin ja nicht mit einem Kind irgendwie jetzt da im Schlafzimmer. Also das brauche ich nicht. Also lieber schlicht, eben wie du hast gesagt, hat weiß oder so, einfach so männlich und schlicht. Was ist das finde ich cool. Männlich selbstbewusst. Was mit ja. diesen Farben? Es gibt dieses Grün, Neon und sowas, ist ja auch momentan ziemlich ja, trendy. Ja, genau. Also du, das kann ich jetzt nicht einfach komplett ausschließen. Wie gesagt, wenn der Mann cool ist und das in eine coole Farbe, Boxershorts, dann ist das mir auch recht. Aber jetzt generell würde ich sagen, schon nicht irgendwie zu bunt. Fazit des Videos. Wichtig ist, was drin steckt. Genau, richtig. Für mich als Frau viel wichtiger, was drin steckt. Schneiden. Ich meine natürlich mich als der Frau Mann. Wichtig, was drin. Jetzt muss ich so Gott. Viel cutten bei diesem Video. Ich hab's nicht mal gemerkt zuerst. So wichtig ist, Leute, klar, ihr solltet die Boxershorts öfters mal waschen, auch oft, oft mal wechseln. Calvin Klein, absolutes Must-Have, da könnt ihr wirklich die Basics nehmen. Schwarz, Grau, Weiß finde ich auch super. Ansonsten, ja, es ist einfach wichtig, dass du ein cooler Typ bist. Das heißt, genau. wenn du an dir selber arbeitest und dich selber sexy findest, ja, selbstbewusst bist, ja, dann wird die Frau ja. das auch merken. Und dann der Mann, der drin ist in der Boxershorts, der ist wichtig, also mir wichtiger als die Boxershorts. Aber generell, was wir jetzt hier so besprochen haben, für mich als Frau schlichte Farben, ob jetzt das ja eher eng, aber es darf auch mal ein bisschen lockerer sein, aber nicht zu bunt, nicht zu viele Muster und kein Stringtanker. Perfekt, gutes Schlusswort. Auf jeden Fall mal unten die Anja abchecken. Alles verlinkt unten in der Infobox auf Instagram, auf YouTube. Folgt ihr sehr gerne mal für Boys. Hashtag Stringtanger for Boys. Ja, danke, dass du da warst. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja. Was tragt ihr für Boxershorts? Schreibt gerne mal euer Brand rein. Auf was steht ihr für alle Frauen? Ich bin sehr gespannt.